og i fælden, det gavs, vi ellers lidt mere. Ja, det er også noget. Ich schaue es halt rein, gell? Ja, könnte ich etwas zurückmachen. Da meinst du das? Ja, eigentlich schon, ja.
bisschen nicht da durchgehen. Hinter da rein. Hinten durchgehen. Aufpassen. Die ehemalige Frau Schmidt aus Schwabenstadt. Aber
Das wäre jetzt zu Max gehört. Max, gehört die zu dir? Zum beigetragen. Diese beiden Stürze im Honda Cup Rennen verlaufen daher glimpflich. Den letzten Lauf dieser spannenden Nachwuchsmeisterschaft bei den Grand Prix-Fahrern von morgen gewinnt Thomas Turcher mit seiner Honda CBR 500 vor Reinhold Kuzelnik und Thomas Staus. Andreas Breinig greift zum ersten Mal in seiner Laufbahn nach einem Staatsmeisterschaftstitel. In den zwei Sprintrennen der Viertel-Liter-Klasse über jeweils 10 Runden, übrigens eine Neuheit in Schwanenstadt-Oberndorf, müssen die starken ausländischen Fahrer die Vormachtstellung der Österreicher auf diesem Straßenkurs einmal mehr zur Kenntnis nehmen. Engelbert Neumeier auf Aprilia Rotax ist zweimal eine Klasse für sich. Lediglich sein Markengefährte Andreas Breinig, Nummer 14, verliert nicht den Kontakt zum Spitzenreiter. Da sind die beiden. Neumeier gewinnt beide Male vor Andreas Breinig und Josef Hutter. Doppelsieger von Schwanenstadt, Engelbert Neumeier. Zum ersten Mal Staatsmeister in der Viertel-Liter-Klasse, Andreas Breinig.